Er hat es geschafft. Der Sieger des 38. Leipzig-Marathons kommt aus Hessen und heißt Benedikt Heil. In nur 2 Stunden und 32 Minuten hat er die Strecke von 42 Kilometern bewältigt. Ja, saugeil. Also in der Stadt, bei dem Wetter, und dann auch gewinnen, war schön, ja. Auf den letzten Metern erst entscheidet sich der Sieg. Zweiter Lars Rössler trainiert sonst für das Leipziger Leichtathletikzentrum. Trotz knapp verpasstem ersten Platz ist auch er zufrieden. Ich denke, es war ein verdienter Sieg für ihn. Also er war am Ende einfach schneller und hinten wird sozusagen das Rennen entschieden. Da war er halt besser als ich und deshalb gönne ich ihm das. Über 900 Läufer treten für die Marathondistanz durch die ganze Stadt an. Nicht zur Freude aller, denn entkommen kann man der Veranstaltung an diesem Sonntag nicht. In der Innenstadt gibt es weiträumige Sperrungen im Straßenverkehr. Sportbürgermeister Heiko Rosenthal ruft zur Gelassenheit auf. Menschen, habt Geduld, stellt euch an die Strecke, guckt die Leistungen der Läuferinnen und Läufer an. Das ist Ansporn genug und man hat vielleicht daraus dann noch ein bisschen die Lust, selbst sich körperlich zu bewegen. Proteste gab es auch, weil Teile des Verkehrs durch den Clara-Zetkin-Park umgeleitet werden. Dies sei aber nur eine einmalige Entscheidung der Stadt. Wir haben ja verschiedene Baustellen. Wenn ich an den Kreisel erinnern darf, wenn ich an Käthe-Kollwitz-Straße erinnern darf, an die Jahnallee. Das ist ausnahmsweise in diesem Jahr mal eine Umleitung durch den Clara-Zetkin-Park. Das soll keine Dauer sein, sondern ich bitte, das einfach als Einmaligkeit so zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn wir dann am Ende, ich sag mal, alle Straßenbaustellen wieder beseitigt haben und der Verkehr fließt, denkt auch keiner mehr dran. Insgesamt gehen 8.500 Sportler an den Start. Das macht den Leipzig-Marathon zur größten Sportveranstaltung Leipzigs und zu einem großen Fest mit vielen freiwilligen Helfern und guter Stimmung an der Strecke und natürlich am Ziel.